Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu der Sendung Die unsichtbare Welt. Heute widmen wir uns dem Thema Lieben Sie Ihr inneres Kind. Wie Sie die Vergangenheit loslassen und im Heute glücklich sind. Mit diesem Thema wünsche ich mir sehr, deinen Heilungsprozess fördern zu können. Lieben Sie Ihr inneres Kind, wie Sie die Vergangenheit loslassen und im Heute glücklich werden. Das Thema inneres Kind ist Gott sei Dank top aktuell und ich bin sehr dankbar dafür, dass die Menschen sich wirklich Gedanken über sich, über ihr Verhalten, über ihre Gesundheit, über ihre mentale Kraft machen und immer mehr dieses Bewusstsein in die Welt hinausgeht. Denn unser aller Geburtsrecht ist die Liebe, ist das Glück. Und jedes Mal, wenn wir eben nicht in diesen Qualitäten uns zu Hause fühlen, bedeutet es, dass wir uns verirrt haben in dieser lauten Welt, verirrt haben in äußeren Aspekten und meistens verirrt haben in unseren Ängsten und in einem überwiegend materialistischen Weltbild. Nun, hier sind wir in einer spirituellen Sendung. Hier wollen wir gemeinsam in einen lichtvollen Raum des Bewusstseins eintauchen und für unser Seelenheil einiges dazu beitragen. Lass uns Gedanken darüber machen, was ist denn das innere Kind? Letztendlich, um dem ein bisschen voranzukommen, sind wir hier im Thema emotionale Intelligenz. Dieses Thema ist Hauptthema meiner Online-Ausbildung zum kosmogetischen Life Coach. Denn es ist so wichtig, dass wir für uns selbst täglich die zuversichtlichen Coaches sind. Oftmals sind wir so geprägt, dass wir überwiegend kopflastig sind. Unser Bewusstseinsfeld rein rational ist. Und so führt es dazu, dass viele Menschen Angst vor ihren eigenen Gefühlen haben, weil sie den Umgang mit ihren Gefühlen nicht gelernt haben, sondern eher die Norm der gesellschaftlichen Werte. Und dann geht diese Individualität, die eigenen persönlichen Ressourcen eher zugrunde. Es gibt natürlich seinen Grund, warum die Menschen gerne von ihren Gefühlen davonrennen und sich gerne ablenken in den Süchten, in der Spaßgesellschaft etc. Denn unsere Gefühle sind ja nicht nur pure Freude, sondern da ist ja auch viel Schmerz dahinter. Doch irgendwann holt uns die Vergangenheit ja doch ein und gerade in den Schicksalsschlägen, in den Lebensherausforderungen und auch im Alter merken wir, warum habe ich das Leben sozusagen nicht im Griff? Warum überrollen mich lauter Ereignisse? Warum fühle ich mich eher als Opfer meines eigenen Lebens und nicht als Schöpfer? Dieser Zustand kommt, wenn wir uns unserer geistigen Anbindung nicht bewusst sind. Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, was für
grandiose, göttliche, unsterbliche Seelen wir sind und uns dessen nicht bewusst ist, was für ein unfassbar großes seelisches Potenzial in unserem Inneren ist. Und da sind wir beim Thema emotionale Intelligenz. Sobald wir bereit sind, aus dem reinen, nackten Ratio und der Dauergrübler-Schleife auszutreten und in die emotionale Intelligenz hineinzukommen, in die innere Ruhe, in welcher unsere Emotion und unsere Gedanken in Harmonie verbunden sind, auch Geist und Seele in Harmonie verbunden sind mit unserem Körper durch unseren harmonischen Atem. Und all diese Achtsamkeitsschulung geschieht natürlich durch die spirituelle tägliche Praxis. So wie wir jeden Tag die Zähne putzen, brauchen wir auch jeden Tag Gedankenhygiene, emotionale Balance und eben auch die Stärkung unserer Intuition für gute, liebevolle, kraftvolle, zielführende Entscheidungen. All die Ängste und emotionale Verletzungen, vor denen wir gerne davonlaufen, weil sie eben wehtun, können wir grundsätzlich als das sogenannte verletzte innere Kind benennen. Und wir wollen, so wie der Titel unserer Sendung heute lautet, das innere Kind, nämlich da ist ja der Sitz der Kreativität und unseres göttlichen Potenzials, lieben lernen. Als mir dieser innere Schmerz bewusst wurde und ich meine Biografie angeschaut habe, dachte ich mir, oh mein Gott, wie kann ich jetzt nur schaffen, an all den emotionalen Verletzungen nicht zu zerbrechen? Und dann wurde mir bewusst, aus diesem Bewusstsein heraus entstehen ja auch meine Bücher, wie das Buch Seelen hören, dass wir aber auch ein glückliches inneres Kind haben. In der Vergangenheit gab es ja auch schöne Erlebnisse. Und wir alle brauchen ja Wurzeln, um uns in unserer Gesellschaft und Kultur orientieren zu können. Eine Basis, die uns unsere Eltern mitgegeben haben, nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Nach ihren Prägungen als Kinder ihrer Zeit. Und wir wiederum unseren Kindern, wir sind ja auch nur Kinder unserer Zeit mit all unserem Vermögen und Unvermögen. Und dann wurde mir auch noch bewusst in der Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit bei den vielen Gesprächen mit den Engeln, als ich der Engel fragte, aber ich sehe in meiner subjektiven Wahrnehmung, dass das traumatisierte innere Kind eher überwiegt als das glückliche innere Kind. Und dann haben die Engel mir in ihrer Weisheit aufgezeigt, es gibt nicht nur trauriges und nicht nur glückliches inneres Kind, der durch die Erfahrung geprägt ist, sondern es gibt noch eine übergeordnete Instanz, nämlich das göttliche innere Kind in uns. Das ist eine Seelenstärke, göttliche Quelle in uns, die unverwüstlich ist. Ganz gleich, was uns in unserer Biografie und Inkarnationserfahrung begegnet, eine innere Kraft des Urvertrauens, die aus Gott selbst Vertrauen zum Leben heraus besteht. Und diesem Urvertrauen begann ich in meiner spirituellen Ausrichtung jeden Tag mehr und mehr zu folgen und meine Gedanken, Gefühle, meine Entscheidungen und damit auch die Handlungen auszurichten und mehr somit, wie ich auch in meinen Büchern und Kursen beschreibe, Frieden mit meiner Vergangenheit schließen. Natürlich geht dieser Lernprozess ein Leben lang. Und in der Gegenwart glücklich zu werden, wie unser heutiges Thema ja auch lautet. Bei der persönlichen Weiterentwicklung
sind mir auch folgende Bewusstseinsebenen klar geworden. Und wenn wir, erst wenn wir uns dieser Gefahr sind, werden wir wirklich erwachsen und reif als göttliche Seelen mit Hilfe der Engel sehr gerne. Denn das Älterwerden hängt nicht vom kalendarischen Alter ab, sondern von der Bewusstheit in dir in Bezug auf dich selbst, auf deine göttliche Natur und somit auch deine Lebenserfahrungen. Und das macht eben den Unterschied in der Lebensqualität im Heute aus und auch in der Lebensqualität in der Zukunft und in der Qualität des Älterwerdens, ob wir glücklich und gesund älter werden oder eben mit dem Älterwerden eher gebrochen und verängstigt und verbraucht. Die geistige Kraft in uns sollte jeden Tag gestärkt werden, indem wir jeden Tag nach diesen Bewusstseinsebenen schauen. Wir haben also ein Unterbewusstsein, über welches wir gerade gesprochen haben, nämlich der Sitz unseres inneren Kindes, die Fülle all unserer Emotionen, die auch durch die Prägungen gefördert wurde, sodass wir die Welt entweder so eher traurig oder eher zuversichtlich wahrnehmen. Keine Angst, wir brauchen beide Eigenschaften. Wir sind ja auch manchmal mehr Optimisten, manchmal mehr Pessimisten. Und die Gesellschaft braucht beide Kräfte nach dem Motto, ein Optimist erfindet das Flugzeug, ein Pessimist den Fallschirm. Wie im Yin und Yang braucht die Gesellschaft diese Balance, keine Frage. Und in unserer Spiritualität können wir uns aber etwas mehr engelsgleiche Leichtigkeit bitte erlauben, indem wir uns auf die liebevolle Werte ausrichten und uns bewusst machen, wenn wir auf etwas ängstlich reagieren, sollten wir es hinterfragen. Dies ist eine Einladung zu hinterfragen, ist die Angst wirklich berechtigt, wie ich in der vorherigen Sendung erzählt habe, besteht wirklich eine Bedrohung, eine Gefahr, oder da, wo Angst ist, will eher die Liebe jetzt erwachen, hin zu Selbstliebe, Liebe zu seinen Mitmenschen, zu der Welt und zu der göttlichen Quelle. Und natürlich steuert das Unterbewusstsein uns, jedoch wir müssen nicht Opfer unseres Unterbewusstseins sein. Und die Grenze hin zum Täter zu werden, ist auch sehr nah, denn Aggression ist die größte Form von Angst. Wir sollten die Angst als Überlebensinstinkt im positiven Sinne nutzen, indem unser Blick stets auf die Liebe gelenkt ist, indem wir in die zweite Ebene gehen, in das Tagesbewusstsein hinein und wirklich wahrnehmen, wie beeinflussen wir unsere Beziehungen, welchen Beitrag bringen wir in die Gesellschaft hinein, welchen Beitrag tragen wir an Konflikten oder Befriedung in unseren Freundschaften, in unserem Umfeld. Tragen wir eher gute Energie oder besorgniserregende in unser Umfeld hinein, bei der Arbeit, in der Familie, in der Partnerschaft, bei den Kindern. Das alles beeinflusst natürlich ja auch unsere Gesundheitsenergie. Und dann gibt es noch die dritte Instanz, über die wir auch im Laufe der weiteren Sendungen sprechen werden, nämlich das Überbewusstsein, unsere göttliche Kraft, wo Geistesblitze herkommen, wo grandiose Ideen herkommen, wo die Visionen herkommen für unser Leben, womit wir mit unserem vorgenommenen, lichtvollen Seelenplan verbunden sind. Und je mehr wir uns jeden Tag bewusst machen, je wohler ich mich in meinem Leben fühle, umso mehr bin ich in meiner geistigen Anbindung und mit meinem lichtvollen, vorgenommenen Seelenplan verbunden, umso mehr bin ich auch auf einem stimmigen Weg. Umso mehr lebe ich wirklich aus dem Herzen heraus und folge meiner spirituellen Natur,
meine Herzenswahrheit, Herzenskraft. Umso mehr bin ich wahrlich in meinem unsterblichen, liebevollen Potenzial. Mache dir bitte immer bewusst, du bist eine vollkommene, großartige, liebevolle Seele. Orientiere dich stets nach liebevollen Werten. Dann irrst du dich nie. Und das ist der Grund, warum wir die nächste Sendung dem Thema widmen, vom Glück des Miteinanders. Also, sorge dich nicht. Liebe.